Katzenfutter, wo sich die Stücke definitiv auch nicht verändert haben, sondern nur der Saft ist flüssiger geworden. Wir spülen die jetzt mal ab, damit wir die aus der Nähe betrachten können. Die haben alle die gleiche Form. Nach 4 Stunden Kochzeit zerfällt da nichts. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Aber wenn sich nach 4 Stunden Kochzeit echt nichts verändert, dann sieht es einfach ziemlich gut geklebt aus und dürfte schwer verdaulich sein. Das Schöne an dem Versuch ist, jeder kann das daheim nachmachen. Und es braucht auch keiner hier irgendwie zu schreiben, das ist gefaked, weil ihr könnt zu Hause alles machen. Kocht eure Dosen, dann habt ihr eine Idee, was drin ist.